des Stuhls. Ja. Okay, der einzige Beitrag, der seitens der SPÖ Gemeinderatsmitglieder zu diesem Medium vorkommt, ist die Aktivität, die diese Partei für diesen schönen Ort an den Tag legt. War das jetzt auch eine Ergänzung nach Paragraph 16? Das ist eine persönliche Feststellung und durch danke auch den Herrn Fager, dass er das mit aufnimmt. Ich gehe davon aus, dass das auch in die Weltöffentlichkeit getragen wird. Wahrscheinlich. Gut. Zum zweiten Ergänzungswunsch vom Gemeinderat und vom Stadtleiter stelle ich den Antrag des Protokolls vom 24. Februar 2014 in der vorliegenden Form mit Änderungswünschen zu beschließen, wo es darum gegangen ist, dass das Abstimmungsverfahren nicht gestanden hat, was aber auch schon korrigiert wurde. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um eine Zustimmung. Was? Gegenstimmen? Danke. Ich würde nur sagen, ihr habt es jetzt gegen das gegen den eigenen Vorschlag gestellt. Das ist das Thema bis jetzt. Nein, ich weiß nicht schon, ich war dagegen, weil ich alles gehört ist. Weil ich jetzt einen Antrag in der Frage ist. Wir haben jetzt nur diesen Antrag über diesen. Ja. Dass du das Ding gesehen haben willst, weißt du das? Weißt du, was du tust? Also ich zweifle schon langsam auch. Wenn ihr euch einmal so frei kennt, wenn ihr, ich habe vorher einen längeren Vortrag gehalten, wenn ihr euch einmal so frei kennt, über wirklich ungerechte Dinge, wo der Gemeinde erschaffen nicht steht. Das wird wirklich schön. Ich rede jetzt mit dir, rede mit den anderen Leuten, weil die haben vielleicht noch ein bisschen moralisch nachschauen. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, jetzt keine Ergänzungswünsche mehr liefern. Der nächste Tagesordnungspunkt 4 betrifft den ersten Nachtragsvorschlag 2014. Da geht es um eine Beschlussfassung. Der Nachtragsvorschlag ist Lenkzeitenanalyse. Achso, entschuldige, ja. Genau. Protokoll, bitte darf die Schriftführung zu mir bitten, die Protokoll zu unterzeichnen. Es geht darum, dass das Protokoll, von dem wir jetzt jeden Antrag separat abgestimmt haben, dass wir es im Gesamten noch jetzt zur Abstimmung bringen und daher stelle ich den Antrag, das Protokoll vom 24.3. in der vorliegenden Form mit all den Ergänzungen zu beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, dann bitte mal selber zustimmen. Gegenstimmen? Dazu eine Anmerkung nach Paragraph 60. Ich wundere mich sehr, dass in der letzten Gemeinderatssitzung das angeblich nur meine Meinung war, dass man nicht über jeden Antrag einzeln abstimmen muss, heute das aber sehr wohl durchgeführt worden ist von Seiten deiner Sitzungsführung. Nachdem das nicht einseitig aus der Gemeindeordnung hervorgeht, ob man es einzeln oder gesamt abstimmen kann, kann man es sowohl so als auch so machen. Und wird so aus dem Grund sicherlich kein Fehler gewesen sein. Damit ist das Ganze auf jeden Fall in Ordnung. Somit darf ich die Schriftführer jetzt erbitten, dass sie das Protokoll unterzeichnen. Gut. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 4. Das ist der Nachtragsvorschlag 2014. Der Nachtragsvorschlag ist an alle rechtzeitig ergangen.
der war schon gegen. Ja, weil das ist, da geht es nur darum, dass er nicht reinkommt in so ein Protokoll. Und der muss so formuliert sein, damit er garantiert reinkommt. Aber er braucht sich nicht abstimmen, aber reinkommt er nicht, weil er muss so und so reinkommen. Das war plötzlich was gemacht. Das haben wir vergessen. Über das haben wir jetzt abgestimmt. Ja, sicher, nicht so sagen. Nein, wir haben über das abgestimmt. Über deine Dafürstimme oder deine Dagegenstimme. Das ist das Protokoll aufgenommen. Und über das haben wir abgestimmt. Ja. Und die Dagegenstimme muss immer protokolliert werden. Ja, das ist ja. Ja, deswegen ich das vorher ausbessert, wir hätten nicht abgestimmt. Na schon. Das ist ein Vorteil. Gut, wir kommen zum Nachtragsvoranschlag. Der Nachtragsvoranschlag ist, wie gesagt, an alle rechtzeitig ergangen. Gibt es da von einer Seite Herrn Frank dazu? Gibt es keine Frage dazu? Gut, dann hast du jetzt sehr gut damit auseinandergesetzt. Dann kommen wir gleich zur Abstimmung. Ich stelle den Antrag der Gemeinderat möglich vor den ersten Nachtragsvoranschlag, der das Haushaltsjahr 2014 in seiner Gesamtheit beschließt. Dass ihr damit einverstanden seid, mit der Zeit und der Hand. Gegenstimmen? Gut, dann sage ich danke. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Tagesordnungspunkt 5, Kreisverkehr Spar. Zu schaffen. Bei dem Tagesordnungspunkt werde ich unseren Bauungsleiter bitten, dass er die Erläuterungen führt. So, ich darf von unserer Bauungsleiterin Ingenieur Johann bitten, dass er kurz erläutert, wie die Ausführung des Kreisverkehrs von Staffen gehen wird. Ich muss jetzt natürlich vorher brauchen, dass wir das sein werden. Grundsätzlich ganz zu sagen, die Umsetzung des Kreisverkehrs bedarf sozusagen einer staatsrechtlichen Bewilligung. Die Vorgaben für die staatsrechtliche Bewilligung sind eine Projektserzählung und dann dort durch die Baubezirksleitung und die Rechtsabteilung, wo jetzt die Verträge abgeschlossen sind worden. Und dann kommt jetzt in weiterer Folge, wenn die Namensseite abgeschlossen ist, wird dann eine staatsrechtliche Verhandlung durchgeführt von Seiten des Landes bzw. Bundesvertreter. Und da ist jetzt folgende Vorgabe jetzt eingeflossen in die Planung. Der gesamte Kreisverkehr soll nach dem Projekt aus den 90er Jahren in diesem Bereich im Wesentlichen abgesenkt werden. Das war so weit angepasst, dass das Grundstück von Friedau und an der Sparmarkt niveaumäßig sozusagen einigermaßen auf Vorbau-Niveau sozusagen kommen. Das heißt, das Straßenniveau wird in dem Bereich von der Brücke beginnen, in etwa 50 cm in der Mitte. Das heißt, an den Höhepunkt war die relativ starke Überhöhung. Wenn wir da ungefähr um die 70, 75 cm absenken, also da wo die Überhöhung ist, aber in der Mitte, in der Achse von der Vorwand, wenn wir ungefähr einen halben Meter runterkommen. Das heißt, die Gebäude, die Anwohnergebäude, so wie jetzt Frieder Objekt, wird dann zukünftig vom Straßenniveau aus freier darstellen und nicht, so wie es jetzt ist, relativ in einem Loch drin, wenn ich es übertrieben sage. Die Service-Situation ist natürlich auch beim Sparmarkt. Sparmarkt ist es nicht so extrem, aber es ist doch eine kleine Kante. Merkt man, wenn man reinfährt, dass dort ein bisschen eine Schubfarbe fast liegt, aber so ziemlich ausgeglichen. Das heißt, das ist vom Baulichen her, was das Niveau betrifft, also die Nivellet wird da eingetaucht und gleicht sie dann wieder beim Verschnitt. Das ist in etwa vor der Bushaltestelle, wo jetzt der Schülerbus steht, wieder auf Null angelegt. Linienführung ist jetzt ein Problem gewesen damals mit unserem Baum. Der Baum bleibt jetzt in der Form jetzt erhalten. Also da sind wir jetzt mit dem Radian so weit zusammengekommen in der Abstimmung, dass das soweit funktionieren wird. Da ist genauso wieder rein in die Hitzendorfer Straße mit einem Rand gegeben. Also da ist dann weniger Problem, weil die sowieso natürlich hier verdrängen. Auf der Seite die Gehsteige werden in dem Bereich sozusagen rechts eigentlich Kilometer gesehen, Kilometer und Quadrat,
Kreuzberg. Dieses links zeigt der linke Rad- und Gehweg mit einer Breite von 2,5 Meter angegeben. Jetzt haben wir 2 Meter, das heißt, es wird nach den neuen Bestimmungen angepasst. Und wir sagen dadurch dieser Böschungsverlauf der Kreuz, eben die Kanten und Rodekanten, die werden auch nicht wegkommen zur Gänze, aber doch im Wesentlichen wird sie das verflüchtigen und werden die Gehsteigung das verbreitern. Das heißt, Spar, die müssen jetzt noch zusätzliche Verträge machen, habe ich jetzt am Freitag gehört, die müssen Verträge machen mit dem Spar, genauso mit der Kirche und mit der Gemeinde selbst, auch intern, dass diese Grundbevorratungen oder Grundbereitstellungen, die jetzt zusätzlich für den Kreis benötigt werden, gegeben sind. Gibt es Fragen dazu? Bitte. Ich habe eine Frage. Es wurde im Bauausschuss immer diskutiert über die Platzgestaltung Volksschule Kirche. Kann man das nicht irgendwie schon einfließen lassen? Da sind die Gedanken sind da, die sind aber noch nicht ausgereift und sobald jetzt einmal was also vorliegt. Also der Baustein, dann haben wir die nächste. Das wird schon mit angedacht, aber es wird, wenn die Pläne dann vorlegen und wenn man weiß, was man macht, das wird schon mit der Kirche noch ein Vorgespräch geführt, was die für Vorstellungen haben und wenn man genau weiß, was die dann haben wollen, dann wird es nachher dann Gemeinderat bzw. mal den Bauausschuss präsentiert werden und dann kommt es nachher dann in die Gemeinderat. Aber es wird, ist auf jeden Fall dann angedacht. Weitere Fragen, bitte. Es ist, eins ist sozusagen bei der Straße, was ich vorher gesagt habe, das haben wir schon vorgestimmt, Straßenrechtlich brauchen wir dann nichts machen, weil die Linienführung dort beibehalten wird, also das ist schon abgesprochen. Nicht, dass ich dort jetzt ein zweites Verfahren rausholen, das ist schon vom Tisch. Bitte, Stefan. Mit was für der Bauzeit ist zu rechnen, bis ein Kreisverkehr fertig ist? Circa 3 Monate. Wie schaut es in dieser Zeit mit Umleitungen aus? Die Bundesstraße muss in der Gesamtheit mehr oder weniger zweispurig befahrbar sein. Es wird der Verkehr wechseln, also so wie da jetzt der Kreis ist, der wird halbseitig gebaut. Und der Verkehr wird dann provisorisch, so wie da jetzt der Gehweg wird dann in der Zwischenzeit voll und wird dann in dem Bereich einmal rechts und einmal links verlagert. Das heißt, du betonierst einmal die rechte Hälfte, dann die linke Hälfte. Aber das sind beide Spuren sozusagen mehr oder weniger frei befahrbar. Es wird natürlich Behinderung eben einschreiten können, aber das ist in dem Sinne nicht, dass jetzt man braucht jetzt eine Umleitung. Bei Hitzenmann, also ja bitte, ja, bitte, bitte. Von der Hitzenmann verstoßen, wenn man da kommt, dass man da über die Siedlung gemacht hat, das kann ich dann. Hitzenmann verstoßen kann sein, dass man das dann einseitig macht. Das heißt, bei dem Teil, wenn jetzt die Hälfte jetzt betoniert, dass ich. Weil sie sagen, der Kreis muss betoniert werden. Das ist eine Vorschrift vom Bund. Die Kreisfläche muss betoniert sein, genauso mit den Ansätzen. Und wenn jetzt der Arm da einer betoniert wird, dann kann ich nur mit halbseitiger Sperre arbeiten bei der Hitzendorfer Straße. Also da wird sicherlich halbseitige Sperren geben. Und, aber sonst auf der B70 überhaupt nicht. Gut, gibt es noch weitere Fragen und so weiter? Wo werden künftig überall Zebrastreifen sein, weil ich sehe bei der Volksschule keine mehr eingezeichnet? Zebrastreifen sind von der straßenrechtlichen Bewilligung ausgenommen, das heißt, die sind wir da nicht erdämpft oder drinnen lassen. Das ist ein Bestandsgegenstand, den er von daher einen Fuhrvermangel hat und den er über auf den Hitzendorfer Straßen ist, der war Altbestand, der bleibt von der Lage her unverändert. Der muss bewilligt werden, weil der hockt ja nicht, also was ich, der 7 bis 10 Meter, ruckt er Richtung Graz, der muss neu bewilligt werden. Der andere bleibt in der Lage unverändert. Bleibt die Druckluftampel da auch bestehen oder kommt die dann weg? Die kommt weg. Und dann sieht man Streifen von der Schule zur Musikschule, dann ist dann wieder voll, dass sie was macht. Also jetzt kommt der näher hin oder bleibt der da unten? Und so ist es also wenn das der wird verlegt, der Bestands-Zebrastreifen, der weiter vorne ist, oder der Post, der wird weiter nach vorne verlegt. Ja, jetzt da unten ist, da kommt da oben einer. Aber es ist auch geplant, aber das ist ein Mittler, ist da die Sicherheit zum Rücken. Da haben wir noch eine Frage, ist das berechnet, wenn ein Schlepper kommt, dass die Schleppkurve, die jetzt auf der Straße ist, geht sie aus? Schleppkurven sind sozusagen für den gesamten möglichen LKW-Verkehr, die sogenannte Raumleine, ist das so als Dieser da, in den Kreis selber, wird dann
einer Seite, die kann ein Überfallstreifen sein, wahrscheinlich auf der Seite. Das heißt, weil das die gerade Achse ist, wird da ein Überfallstreifen sein, wenn es dann wirklich Sondertransporte hast, dass ich den durchkriege, wird ein Teil halt da rülf befestigt. Dass der Mittelteil ist mit dem Fahrer. Nein. Der Teil, also was weiß ich, bis 30 fängt, das wird befestigt ausgeführt, dass es überfahren kann. Und wenn man von der Hitze da verschlossen, wie gesagt, ich bin verschlossen, wie schafft das da der LKW? Du hast eine normale, das hat eine normale Schleppkurve angegeben, das gibt es aus. Das gibt es alles aus. Also die Schleppkurve so rein, die funktionieren alle. Es geht nur darum, über Sondertransporte, weil die Sondertransporte, die da drüber fahren, die bringe ich auf der Hitze da verschlossen, dann in den Flughafen. Also das heißt, da müsste wahrscheinlich sowas auch oben im ersten, in Sölling dann rechts aufgefahren. Und die Autobahnabfahrt ist, muss ich hier.